Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist zu Recht von sozialen Gesichtspunkten geprägt. Aber dennoch, Frau Ley, Frau Künast, können Sie grundlegende Aspekte von Angebot und Nachfrage, vom Funktionieren unserer Ökonomie nicht völlig von Ihrer Argumentation entkoppeln. Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist unterschiedlich geprägt. In vielen Regionen sind Leerstände mit einem deutlichen Angebotsüberhang zu verzeichnen. In den großen Ballungsgebieten dagegen, insbesondere in den Unistädten, ist bezahlbarer Wohnraum ein knappes und begehrtes Gut. Mit ihren Angeboten im Bereich Bildung, Arbeitsplätzen und Kultur sind viele Städte hochattraktiv. Und ihre Einwohnerzahlen sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für den Wohnungsmarkt. Wir stehen an der Seite etwa der Erzieher, der Polizisten, der Handwerker, der Angestellten, der Studenten, der Krankenschwestern, also die Menschen, die für das Funktionieren einer Stadtgesellschaft verantwortlich sind und sich wie andere Menschen mit normalem Einkommen zunehmend die Frage stellen, wie sie in den Städten eine Wohnung finden oder finanzieren können. Die Städte sind für alle da. Wir haben als Gesetzgeber die Aufgabe, die schwierigen und komplexen Herausforderungen zu lösen. Das wird nicht allein durch Schwarz-Weiß-Denken gehen, durch Gegensätze wie der böse Spekulant und der gute Mieter. Das geht durch kluges Mietrecht, das geht durch Neubau, das geht durch eine angemessene Anwendung der Mietpreisbremse. Das geht aber nicht durch falsche und vorschnelle Antworten auf komplexe Fragestellungen. Das ist schlichtweg Populismus. Die Mietpreisbremse begrenzt den Anstieg der Miete bei Neuvermietung auf 10% der ortsüblichen Vergleichsmiete. Aber ich bitte Sie auch zur Kenntnis zu nehmen, dass eine Preisregulierung allein nichts an dem Umstand ändert, dass die Nachfrage das Angebot weit übersteigt. Der erhöhte Preis ergibt sich aus der Knappheit des Wohnraums. Wer die Knappheit also nicht beseitigt, der wird nicht dauerhaft erfolgreich gegen steigende Mieten kämpfen können. Die Regulierung der Miethöhe alleine ist ein wichtiges Signal, aber sie schafft dauerhaft keinen neuen Wohnraum. Deswegen warnen wir auch davor, dass Sie zukünftig Investitionen weiter blockieren. Wir sollten nicht den Fehler machen, dass die Schaffung oder die Sanierung von bestehendem Wohnraum zukünftig gehemmt wird. Das wäre das Ergebnis Ihrer Politik. Wir brauchen ordnungspolitische Maßnahmen, die einen deutlich spürbaren Effekt auf die Bautätigkeit in diesem Land haben. Eine wirksame Maßnahme ist die soziale Wohnraumförderung. Im Gegensatz zum Wohngeld, das übrigens in dieser Periode auch erhöht wurde und welches Zuschüsse zur Miete leistet, schafft der soziale Wohnungsbau einen effektiven Mehrbestand an Wohnungen. Es ist daher richtig, und das bitte ich Sie auch zur Kenntnis zu nehmen, dass der Bund in den nächsten Jahren die Mittel für den sozialen Wohnungsbau der Länder mit 1,5 Milliarden Euro jährlich fördert und damit die Zuwendungen verdreifacht hat. Wichtig muss aber auch sein, dass dieses Geld für Zwecke des Wohnungsbaus ausgegeben wird. Manche Länder haben bislang Fördergelder des Bundes für den sozialen Wohnungsbau gerne entgegengenommen, ohne aber die dafür eigentlich gedachten Wohnungen auch zu errichten. Das darf zukünftig nicht mehr der Fall sein. Wir müssen auch darüber sprechen, wie die Förderung der sozialen Wohnraumförderung auch nach 2019 garantiert werden kann, wenn nach Grundgesetz diese Aufgabe komplett auf die Länder übergeht. Das ist eine Frage, bei der wir eine Grundgesetzänderung brauchen, und die sollten wir sehr besonnen und bald angehen. Wir müssen, meine Damen und Herren, auch einen Blick auf die Baukosten werfen. In den letzten Jahren sind die
erheblich gestiegen. Umweltverträglichkeitsprüfung, Stellplatznachweis, Vorschriften der Energieeinsparverordnung. Das sind alles nachvollziehbare und politisch ehrbare Motive, die sich eine Gesellschaft aus guten Gründen leisten muss. Aber das kostet und hat nicht unerheblich zu höheren Baukosten beigetragen. Wir brauchen also Antworten, wie wir durch kluge Überarbeitung der Standards zu einer Senkung der Baukosten kommen. Und im Zusammenhang mit Baukosten darf nicht verschwiegen werden, dass zahlreiche Länder seit der Föderalismusreform die in ihrer eigenen Zuständigkeit liegende Grunderwerbsteuer deutlich erhöht haben. Nur noch in Bayern und in Sachsen verharrt die Grunderwerbsteuer mit einem Steuersatz von 3,5% auf dem Niveau des Jahres 2006. Alle anderen Bundesländer haben diese Sätze seitdem teilweise kräftig erhöht, manche haben sie nahezu verdoppelt. Beim Kauf einer Eigentumswohnung beispielsweise, die mit einem Kaufpreis von 250.000 Euro zu Buche schlägt, werden bei einem Grunderwerbsteuersatz von 6,5% 16.250 Euro Grunderwerbsteuer fällig. Das sind 7.500 Euro mehr, als wenn ein Grunderwerbsteuersatz von nur 3,5% gelten würde. Es ist doch selbstverständlich und eigentlich nicht akzeptabel, dass dann diese höheren Kosten auch auf die Mieten durchschlagen. Deswegen müssen wir klar und deutlich formulieren: Die Länder sollten die Grunderwerbsteuer nicht nur als Einnahmequelle sehen, sondern verstehen, dass sie durch eine kluge Senkung der Steuersätze ein weiteres wirksames Instrument zur Senkung der Baukosten in den Händen halten. Das müssen die Länder zur Kenntnis nehmen und auch umsetzen. Herr Kollege Dr. Ulrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kühn? Ja, bitte. Ja, danke, Herr Kollege, für die Möglichkeit, eine Zwischenfrage zu stellen. Sie haben gerade noch mal die Grunderwerbsteuer angesprochen. Und es ist natürlich irgendwie so, wenn man heute eine Eigentumswohnung erwirbt, wenn man heute ein kleines Häuschen erwirbt, ja, man zahlt die Grunderwerbsteuer. Und wenn ich aber heute als Investor in Deutschland unterwegs bin und größere Wohnanlagen kaufe oder ein Hochhaus in Frankfurt oder größere Einkaufszentren in Deutschland und ich das Instrument des Share Deals benutze, also Tausch von Aktien, dann zahle ich heute keine Grunderwerbsteuer, wenn sozusagen die Prozentzahlen zu erfüllt sind. Und ich glaube, hier haben wir eine massive Gerechtigkeitslücke. Hier geht dem deutschen Staat eine 500 Milliarden Euro den Ländern entgegen. Und ich frage mich, warum Sie dann als CDU sich dieser Gerechtigkeitsfrage nicht stellen und hier dafür sorgen, dass eben nicht die kleinen Eigentumsbesitzer der Eigentumswohnung die Gelackmeierten sind, sondern endlich alle, die in Deutschland Grunderwerb haben, auch an der Grunderwerbsteuer teilhaben. Dann können die Sätze auch wieder gesenkt werden, weil die Länder dann auch Einnahmen haben. Herr Kollege Kühn, diese Ausnahme, die Sie genannt haben, der Share Deal, bezieht sich ja auf die Übereignung von Aktienanteilen, hat damit zunächst einmal rein rechtlich nichts zu tun mit dem Erwerb von Grundstücken. Sie sollten also Dinge nicht vermischen, die nicht zusammengehören. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es kein Land gibt in der Bundesrepublik Deutschland, bei denen die Grünen an der Regierung sind, bei dem in den letzten Jahren die Grunderwerbsteuer nicht teilweise massiv erhöht worden wäre. In Nordrhein-Westfalen sind es mittlerweile 6,5%. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und senken Sie die Grunderwerbsteuer. Die Mieterinnen und Mieter werden es Ihnen danken. Die Länder und die Kommunen, meine Damen und Herren, sind übrigens auch in der Pflicht, im Bereich des Baurechts, bei der Frage der Nachverdichtung, bei der Frage von Bebauungsplänen, dafür zu sorgen, dass neue Wohnungen in den Zentren unserer Städte entstehen können. Meine Damen und Herren, für viele Millionen Deutsche ist der Kauf eines Eigenheims mehr als nur der Erwerb von vier Wänden. Es ist für sie ein Zeichen von Sicherheit, eine Investition in eine gute
beständige Nachbarschaft und in die eigene Zukunft. Ein Eigenheim stellt damit auch die beste Form der eigenen Altersvorsorge dar. Damit der Traum vom eigenen Zuhause nicht unerreicht bleibt, haben wir die Menschen dabei zu unterstützen. Das ist Kern unserer Politik. Dazu brauchen wir eine Wiedereinführung der Eigenheimzulage und des Baukindergelds für Familien, damit der Staat denjenigen helfen kann, die Verantwortung für sich und ihre Familien zu übernehmen. Wir brauchen auch weiterhin eine gute wirtschaftliche Entwicklung, so wie wir sie derzeit verzeichnen, mit einer ordentlichen Beschäftigungslage und guten Löhnen, damit die Menschen sich das Eigenheim auch leisten können und die Mieten aus ihrem Einkommen bestreitbar sind. Meine Damen und Herren, wir werden die Herausforderungen des Wohnungsmarktes nicht durch Schwarz-Weiß-Denken lösen, sondern durch kluges Handeln, durch Verantwortung, gemeinsam getragen vom Bund und den Ländern. Dafür stehen wir. Vielen Dank. Für die SPD spricht jetzt die Kollegin Kanzel Kiziltepe.